Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute will ich euch zeigen, wie man einen Flammenwerfer baut und Waffen an sich selbst für Wargears. Viel Spaß! Die nennen wir mal kreativ und nennen sie Tutorial. Ich will nochmal so ein bisschen Kampf und weiteres machen. Also ich will halt nochmal ein paar neue Tutorials machen, also nochmal TNT-Kanone-Tutorial und auch Flammenwerfer, also alles, was man halt so im Thema zum Abwehrbau braucht oder was man auf jeden Fall braucht, wenn man einen Wargear bauen will. So, das dauert einen kurzen Moment. Ich weiß jetzt mal, Leute. Hier kann ich das nicht mehr wegtun. Ja, das dauert hier immer so ein bisschen bei mir gerade. Weiß auch nicht wieso. So, Skype beenden. Ja, beenden. So. Okay, das dauert immer kurz. Ich mache am besten immer so, weiß auch nicht, wieso das bei mir nicht so gut geht. So, obwohl ich einen Gaming-Computer habe. So. So, jetzt so. Schöne Welt haben wir. Also, was braucht man, um einen Flammenwerfer zu bauen? Man braucht, um einen Flammenwerfer zu bauen, einen Werfer. Man braucht eine Redstone-Verstärker. Normales Redstone natürlich. Dann Redstone-Fackeln. Und ja, Eisenblöcke würde ich jetzt mal sagen. Ist eigentlich egal, brauche ich nicht unbedingt Eisenblöcke. Noch ein Hebel. Wartet mal. Und natürlich noch sowas. Feuerkugel, die findet man hier beim Lama. Lava, findet man die da unten oder ihr gebt einfach beim Suchen Feuerkugeln ein oder Feuer. Davon nehmt ihr halt so viele wie möglich. Ich würde mir jetzt erstmal 3 nehmen. Und ja. Ihr setzt den Werfer einfach mal irgendwo hin, so gerade. Dann kommt ein Redstone-Verstärker. Bei dem, den lässt ihr bei so viel Chance, also den verändert ihr nicht. Den lässt ihr genauso stehen. Dann kommt einmal Redstone hin. An jeder Seite, rechts und links, kommt ein Eisenblock, würde ich mal sagen. Und dann auf die Eisenblöcke tut man dann Redstone drauf. Und dann, also hier, also direkt auf die Eisenblöcke davor, tut man noch Dings Redstone-Fackeln drauf. Dann tut man die Redstone-Linie weiterziehen. Dann sieht es mal so aus. Dann müssen wir jetzt noch einen Block weiterziehen. Dann kommt der Hebel. So. Und dann hat man ein das Geräusch. Man kann es aber auch einstellen. Das ist das schnellste. Man kann es aber auch noch langsamer einstellen, dass es nicht so auf Feuerkugeln schießt. Soll ich euch gleich noch zeigen. Dann nehmt ihr noch dann tut ihr noch 2 Eisenblöcke daneben dran. Setzt dann hier nochmal einen Werfer drauf. Und dann habt ihr nämlich 2 Feuerwerfer, die schießen aus dem Werfer kommen dann halt Feuerkugeln raus. So. Dann braucht ihr die Feuerkugeln. Ihr klickt mit links nicht auf den Werfer drauf und tut den dann einfach mal in die Mitte, würde ich mal sagen. So. Dann drückt ihr auf da drauf und dann. Dann kommt immer. Dann müsst ihr wieder neu starten. Mal. Da kommen immer langsamer Feuerkugeln raus. Man kann es aber auch so einstellen. Oh, okay. Geht, glaube ich, gar nicht. Eigentlich konnte man das einstellen, dass es langsam. So, das ist leer. Ja, die müsst ihr halt einfach befüllen. Ich sag's nochmal, ihr braucht Eisenblöcke und so. Und ja, ich kann es nochmal ganz kurz machen. Ihr tut jetzt, ich sag's nochmal in Schnelltime. Ihr braucht 2 Werfer. Dann braucht ihr Redstone, setzt die weiter. Nicht Redstone, dann braucht ihr einen Redstone-Verstärker, setzt ihr dahin, dann ist an jeder Seite ein Eisen. Dann Redstone dahin, dann Redstone auf die Eisenteile drauf, dann an jeder Seite, also hier drauf. Dann an jeder Seite Redstone-Fackeln, dann zieht ihr das weiter, so weit, dann noch der Hügel. Und an den Seiten tut ihr dann nochmal welche hin, also nochmal Eisenblöcke hin. Werfer wieder hin und dann habt ihr euren Flammenwerfer und beladen wir das Ganze mit Feuerkugeln. Und ja, das nächste, was ihr bauen, ist eine TNT-Kanone.
Und zwar eine Zweifacher-TNT-Kanone, das ihr braucht, was das gleiche braucht wie ein Redstone-Verstärker, Redstone. Redstone-Fackeln braucht ihr nicht, ihr braucht Eisenblöcke. Eigentlich das auch nicht. Ihr braucht da noch einen Knopf, Wasser. Dann müsst ihr noch den hier Steinstufen braucht ihr einmal. TNT natürlich auch noch. So. Dann baut die hier einen Block einfach mal hin. Ist jetzt dann hier Wasser. Baut es dann hier so weiter, also so zu. So. Also jetzt war dann so, dann müssen wir die hier so hin tun. Dann tut ihr noch mal ein Eisen noch mal hochbauen. Ich weiß, ich muss ich mal abfangen, muss ich mal sagen. Ich kann es mal kurz ab. Das ist auch recht nicht gut. Hier sind die Bäume. Das ist falsch. So, das setzen wir hin. Dann braucht ihr an einer Seite tut ihr Redstone Verstärker hin. Zieht ihr die so weiter. So, wenn wir sehen, ob das jetzt geht, dann braucht ihr hier so einen Knopf. So, das geht. Dann tut ihr einfach das TNT drauffüllen, so. Mal sehen, ob das geht. Das geht. Ja, so geht's wieder. So, nach hinten, so. Man kann aber auch eine Zwei-Schuss-TNT machen, also dass es vorne Zwei-Schuss steht. Dann macht ihr einfach so nochmal. Ich kann es einfach so zeigen. So macht es hier wieder weg. Wieder wird es dann drauf. Und dann wird das Ganze halt nochmal auf. Es war ein bisschen falsch, also zwei würde kann ich jetzt nicht ganz genau machen. Nee, also eigentlich wollte ich hier nur einen TNT-Schießdingens da zeigen, aber ja, ich wollte einfach nochmal zwei zeigen, ob es auch geht, aber ich habe es einfach gemacht, ist da ging es da. Aber auf jeden Fall, um eine normale TNT-Kanone zu brauchen, braucht ihr einfach nichts weiteres. Außer das. Ich bin halt nicht so ein großer Redstone-Streamer, muss man auch bedenken, aber naja. So. Jetzt mache ich das dahin. Und dann muss ich das wieder einstellen alles. So, füll dir nochmal mit TNT, ich kann es mir noch zum zeigen. So, müsste jetzt eigentlich gehen. Ja, so geht's. Hier nochmal zum Zeigen im Schnellart, ihr braucht Eisen, ihr baut dann hier erstmal einen Block hin, tut dann hier Wasser hin. Zu anderen Seiten das Ganze Eisen ausfüllen. So, hier, hier. So, dann tut ihr da vorne eine Steinstufe hin. Setzt ihr nochmal eine Eisplatte drauf. So. Dann tut ihr auf einer Seite alles, also fast alles mit Redstone-Verstärkern ausfüllen. So. Die macht ihr dann fünfmal voll, so 1, 2, 3, dass es dann so aussieht, das macht ihr bei jedem. So, da voll Redstone, auf der anderen Seite noch ein überall Redstone hin. So, dann tut ihr hier einen. Verdammt, ich hab einen Screenshot gemacht, was ich gar nicht wollte. Ich hab gerade einen Screenshot gemacht, deswegen hat es gerade eben so gesehen. So, dann. So. So, als nächstes bauen wir eine Alarmanlage. Dafür braucht ihr einen Notenblock, dann einen Redstone-Verstärker, Redstone, normales Redstone, dann Redstone-Fackeln, wieder einen Eisenblock. Das ist fast so wie beim Flammenwerfer. Hier
Level auch noch. So. Und zwar ist es genau das gleiche wie beim Flammenwerfer fast. Ihr baut ist jetzt auch egal, warte mal. Ihr baut direkt vor euch, also ihr baut wieder vor euch so ein Notenblock. Das kann ich jetzt auch auf dem Boden machen, ich mache es jetzt einfach mal so. Dann tut ihr, oder ich muss das jetzt nochmal. Dann tut ihr einen äußeren Verstärker vorne drauf. Dann, ich weiß nicht mal, ich glaube, so war das dann hier so. Dann wird an dem dran wieder zwei Eisenblöcke draufsetzen und an der Seite wieder Redstone. Dann. Man kann es hören. Man hört es so Geräusche machen. Weiter und dann macht ihr hier so einen. Dann Hebel hin. Wenn zum Beispiel beim Warrior, wenn zum Beispiel TNT, also beim Warrior beschädigt ist und der Knopf abfällt, dann tut es automatisch Alarm geben und wenn ihr seht, dass es dann leck ist, könnt ihr sofort per Hebel an der Brücke beim Warrior zum Beispiel Alarm auslösen. Das ist eine Alarmanlage. So, ich kann es aber noch mit anderen Unterdruck machen. Ich weiß nicht, also wie sich das dann da anhört. Es gibt einmal die Art. Wartet mal. So hört sich das dann an. So. Das war's eigentlich mit dem Tutorial. Ich kann euch nochmal schnell zeigen, wie man eine Dings nochmal baut, eine Speed Art. Ihr braucht eine. Ich meine, auf Musik wollte ich jetzt natürlich nicht mehr haben. Ihr baut ein Notenblock hin. Dann. Redstone Verstärker. Es geht zur Musik, egal. Dann in jeder Seite Redstone, also Eisenblöcke, dann wieder dann darauf Redstone, dann Redstone Fackel, dann so hinsetzen und dann noch so. Das war's für dieses Tutorial. Das war jetzt ein extra Tutorial, ein Special Tutorial, wie man halt sich für, wenn man sich ein Wargear baut, was man alles dabei haben musste. Also man braucht Flammenwerfer, TNT-Kanonen und Alarmanlagen. Das war's mit diesem Tutorial. Das braucht ihr, wenn ihr ein Wargear bauen wollt. Ciao.